Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Titan Quest Diablo 2 Immortal. Ich habe jetzt die Aura kurz angemacht und wir müssen leider nochmal diesen großen Moon Clan, diesen Moon Clans Mod töten. Natürlich ein Satyr, so Satyren heißt die im Original. Ah, ist weg. Okay. Ich habe ja gesagt, ich werde nach dem Paladin-Look schauen. Luke ist ja das Aussehen vom Paladin. Aber sind sie, glaube ich, nicht. Oder vielleicht ein bisschen. So, mal kurz. Ja, wir haben jetzt die Harpin vor uns. Wenn wir noch nicht so viel Equip haben, ist es recht schwer. Oh, eine bessere Rüstung. Dankeschön. Bisschen nicer. So. Können wir noch nicht tragen. Ring der Meisterschaft. Machen wir rein hier. In dem normalen Stauraum für den Charakter. Und hier habe ich die drei gefunden. Also zuerst der. Und dann der Paladin-Look. Und mehr habe ich jetzt nicht gesucht. Die anderen brauchen wir jetzt auch noch nicht. Ja, da gibt Paladin-Dings ein bisschen stärker doch noch. Die tue ich dann aber auch in den Wald. Oder Vault auf Englisch. Also, deine Sachen sind bei mir. Wald ist ja nicht deutsch eigentlich. Also Vault. Und ich werde das verkaufen, das finden wir dann immer wieder. So. Am besten die Wildschweinhaut schon benutzen. Ist noch zu teuer. Energie brauche ich jetzt eigentlich nicht. Ich muss schon eine stärkere Waffe haben, aber auch nicht langsam. Ich denke, wir werden genug Geld. Jetzt müssen wir das Beil kaufen, das verkaufen. So, sind wir gut bis zum nächsten Mal ausgerüstet. Dann können wir weitergehen. Ja, ich werde die Aura nochmals casten. Ich bin mir eben nicht so sicher, ob das jetzt wirklich. Ich glaube, es gibt so ein oder zwei Games, Action-Rollenspiele, die das haben, dass die Aura dann immer wieder neu gecastet werden muss. Also ich habe es jetzt übergecastet. Ja, sie tut nur übercasten. Gut, kann ich das manchmal machen. Weil wir haben ja jetzt einen Skillpunkt mehr. Gut, man merkt es, glaube ich. Ziemlich, okay, ja. Es sind immer ein paar Prozente, die nach oben gehen pro Level. Das kann man vielleicht auch sehen. Mal kurz schauen. Ja, sind 6%, die nach oben gehen und das auch mit Kinetik. Aber ich glaube, Kinetik muss man. Ja, das sind die zwei nur da. Genau, für 1 Sekunde. Also ist es doch das Dot. Aber es ist nicht so bluten wie bei Path of Exile oder bei Diablo, sondern Kinetik. Und jetzt weiß ich nicht genau, also Kinetik hat etwas zu tun mit der Kraft von Yoga, so. Also, geh tot, bevor da ein HP kommt. Die sind wirklich Level 8 und Level, nein, Level 10 und Level 12. Also aus dem Weg. Wir sind übrigens, Stufe 4, also ihr merkt's. Das ist schon heftig. Das ist ein großer Unterschied. Bei Titan Quest ist es recht taktisch, also Grimdan dann nicht mehr. Also Grimdan ist dann der Nachfolger sozusagen, ja, vom ziemlich gleichen Entwickler. Die haben, glaube ich, einfach an den Publisher jetzt. Gott, oh Gott. Hier mit dem Zauber und dem Schild.
Wunderbar. Super. Komm. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich vom Friedhof noch weg. Oder nein, es ist irgendwie so eine kaputte Stadt, kaputte Vorstadt von Sparta. Die kommt ja dann auch, also das Militärlager. Okay, das sind 8 HP in diesem. Nicht so stark, weil sie nicht die Blitzaura hat. Ich glaube, es ist nicht Holly. Okay, da muss ich umgehen. Es ist ein Holy Shock. Sondern irgendwas von Titan Quest. Einfach. Es ist noch zu stark für uns. Also der Blitzschaden ist ein bisschen zu stark, der die drauf bekommen. Und deshalb müssen wir das einfach umgehen. Das ist wegen der Blitzaura sozusagen. So. Die Gegenstandsanzeige ist da, aber nur noch für gelb, ab gelb. So, hau ab. Gut. Blöde Magier. Ich habe ja relativ oft jetzt noch gespielt, also wann war es? Juni und Juli, glaube ich, war es, wo ich oft Grim Dawn gespielt habe und die Gegner sind wirklich nie so unfair gewesen. Das ist einfach bei Titan Quest so gewesen, oder? Also dass es einfach dabei war. So. Und gut. Die taugen auch nichts. Okay, es ist an. Okay. Ich habe jetzt zweimal geklickt, also habe ich so ausgemacht und wieder an. General Leonidas? Und ich mag's ja. Soll ja auch ein bisschen taktisch sein. Aber manchmal ist es auch ein bisschen unfair. Also, beim normalen Titan Quest Anniversary Edition habe ich da recht Ende Akt 1 schon bemerkt, dass die Gegner so stark waren wie eigentlich in Episch. Oder Veteran, je nachdem. Ja, aber es ist wirklich so, dass 2-3 Schläge und ich war tot, oder vor allem die Dots, die waren einfach viel zu stark. Ich hoffe, dass jetzt da, ja, da müssen wir einfach uns gut schützen können. Guten Tag, was okay. Darf es dieses Mal sein? So, was nehmen wir? Etwas Günstiges. Gibt nichts. Ja gut. Haben wir einen, nein, wir haben noch nicht einen Level Up. Na gut. Ich denke, wir werden noch ein bisschen leveln müssen. Wenn wir einfach mal das durchmachen und schauen, ob wir dann bei den Skeletten vorbeischauen können, die einfach vorne waren. Beim Friedhof und bei dieser Ruine. Ja, die Griechen hatten eigentlich recht viele Ruinen, wenn man so bedenkt. Also, war ja immer wieder Krieg und konnten die Gebäude auch noch nicht so schnell bauen. Ich denke schon. Man kennt halt noch nicht all so viel. Also. Man kennt jetzt eigentlich so recht die Geschichte und die was sie so gelebt haben von den Schriften und so, aber wie jetzt wirklich die Städte und so aussahen früher, wusste man nicht, also vielleicht von Bildern, aber die sind jetzt auch so ein bisschen verblasst, denke ich. Also, wir müssen hier noch bis 10 kommen. Gut, sind, denke ich mal, 9. Ja, okay. Aber ist doch schön gemacht im Game. So ein bisschen kämpferisch. Also, eben, dass es
recht zerstört ist. Ist ja immerhin ein bisschen Fantasy dabei, also viel mehr Gefahren. Okay, auch ein bisschen unbesiegbarere, also ja, soll man sagen, zähere Kämpfer. Aber, ja. Dass dann die Skelette noch kommen. Die muss ja irgendwo jemand beschworen haben. Das ist wahrscheinlich der Telkin gewesen, der hier in Griechenland verweilt. Ich kenne jetzt den Namen nicht. Ich spiele nicht so viel Titan Quest. Aber möchte jetzt einfach mal. Ja, ich denke, bis zum dritten Schwierigkeitsgrad kommen. Vielleicht sogar das Set finden, aber. Es wird hammerhart. So. Vielleicht werde ich mal einen Livestream machen, wo ich einfach ein bisschen farme. Hä? Damit das nicht im Let's Play sein muss. So. Raven. Kann man einfach nicht gut treffen. Motte, was hast du mit dem Krähen getan? Ich brauche ja mehr Lebensenergie. Ich muss mich sogar noch heilen. Na gut, heile ich mich halt, wenn du so leer machst. Das wurde, glaube ich, im Grimm dann auch so ein bisschen leiser gemacht oder gar entfernt. Jetzt weiß ich gar nicht. Ich kann mich nicht so erinnern, wenn man so spielt und relativ wenig in Gefahren läuft. Dann vergisst man das auch ein bisschen. Ja, komm! Wie unfair, wie viel das sind! Heftig, der Mod ist einfach wahrscheinlich eher so für Multiplayer gemacht. Bitte nicht herumlungern! Das ist sehr heftigst. Weiß immer noch nicht. Na gut, müssen wir nochmal dorthin. Ja, das ist nur Erfahrung. Dann gehen wir noch nicht dorthin zurück. Ach ja. Aber ist noch an. Und es ist so, dass der Nahkämpfer natürlich am Anfang mehr Schwierigkeiten hat als ein Fernkämpfer. Das hätte ich auch bedenken müssen, lieber in der Undercut Klasse am Anfang gemacht vielleicht. Aber ja, wir haben noch nicht einen Angriff, also noch keine Fähigkeit als Angriff. Wir greifen immer noch mit dem normalen Schlag an. Und deshalb ist schon noch ein bisschen unbalanciert, beziehungsweise einfach zu schwer geraten. Tja, sterben wir halt noch ein bisschen, bis wir dann stark genug sind. Na? Und Eifer wird am Anfang natürlich auch sehr wenig Schaden machen, weil es minus 50% ist. Aber dafür noch ein bisschen Pierce dazu. Und deshalb wollte ich eigentlich schon am Anfang Pierce Eifer nehmen, damit nicht später dann, wenn wir den ersten Punkt auf Eifer haben, es zu wenig Schaden macht für die hochleveligen Gegner dann. Also schon gut, dass wir jetzt noch ein bisschen sterben. Leider. Das ist, glaube ich, der zweite Tod, oder? Mal gucken. Nein, der erste. Auba Aknet, der hat Frostleiche. Ist das der? Frostliche. Das ist wahrscheinlich ein Magier gewesen. Also komm, machen wir den da drauf. Dass wir defensiver sind. Resistenz brauchen wir nicht. Und Blitz. Das können wir eigentlich auch mal kurz in die Antiwaffe drin tun. Blitzschaden dazu ist doch immer gut. Wenn man noch nicht anders hat. So. Ja, aber sieht auch irgendwie lustig aus, so mit weißem
Blitzzeugs. Nee, Funken, die einfach nur weiß. Okay. Jetzt müssen wir schauen, dass wir da nicht irgendwie gefesselt werden wieder mit dem Netz. Sorry. Ja gut. Komm. Ich wette, beim großen Zentauren werden wir dann auch wieder gefesselt. Können dann einfach keinen Heiltrank schlürfen, natürlich, weil wir ihn benutzt haben. Und nicht abhauen und die schlagen dann durch den Heiltrank, durch die Regeneration durch. Das ist natürlich nicht gerade fair für uns, oder? Also werden, denke ich mal, noch ziemlich oft sterben, bis wir jetzt wirklich noch Ausrüstung und Skills haben. Dann werden wir wahrscheinlich längere Zeit nicht mehr sterben. Oder es kommt einfach irgendwie Blutrabe oder Andariel plötzlich oder so. Und ich kenn's nicht. Ich kenne ja den Mod nicht. Ja. Ich denke, wir werden eigentlich nur sterben, wenn die Gegner zu viel Schaden macht für unsere Heiltrinke. Weil wir sind ja echt defensive. Also wir sind so nicht defensiv. Wir haben dann auch ein Schild, eine Fähigkeit für das Schild. Und so weiter. Komm, wir locken sie. Das liegt einfach am schwierigen Schwierigkeitsgrad. Hey, ihr Memmen, ihr Angsthasen. Ja, jetzt lass es. Ich gehe auf die, weil die haben diese Netze. Die dauern auch viel länger. Sicher dreimal so lang. Die waren recht schwach. Und Teilquest nochmal. Ohne Mod. Super, immerhin das geschafft. Ohne zu sterben, gut, ja. Ja, ich denke, ich riskiere es, ihn anzugreifen dann. Es ist irgendwie so, als würde man bei Time Quest wahrscheinlich bis Ende Akt 1 durchrushen. Das ist einfach alles zu hochlevelig. Na gut, wir schaffen das. Wir haben genug Heiltränke. Wir dürfen einfach nicht zu viele Gegner haben. Ja, ja. Jetzt Heiltrank. Wirklich im letzten Moment Heiltrank nehmen. Und schaffen wir das nicht. Oh je, wenn dann ein Sterngegner kommt. Ja. Das wird knackig noch. Also eine längere Zeit knackig sein. Hardcore-Mod. Das ist wirklich Legion of Champions eigentlich noch recht einfach am Anfang. Hat dann Schwerter im Akt 2 schon schwerer wahrscheinlich dann. Da habe ich, glaube im Januar war es recht viel gespielt mit euch im Livestream. Ja, okay. So ein bisschen verteilt. Das war ein Heidenspaß natürlich. Eine Herausforderung. Weil man musste sich um die Kreaturen kümmern, die man beschworen hat und so Sachen. War richtig toll. Aber eben, es ist einfach nichts für dann einzeln und ohne das ganze gesamte Farmen dann durchzuspielen. Also müsste wirklich extrem viel farmen dann im Akt 2 und deshalb möchte ich es nicht das Let's Play machen. Ja, geht's noch. Wie viel wenig Lebensenergie er verliert. Boah, du Nervensäge.
So, wieder ein bisschen angreifen. Los, 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 du schaffst es. Das ist so unfair, einfach so, das Größenverhältnis, weißt du? Er macht so viel Schaden und wir machen so wenig und er hat so viel Leben. Das ist einfach richtig hardcore. Was auch lustig ist, dass die Modder, die sagen immer so, ja, das Spiel ist doch nicht so schwer und so Sachen. Und die Neuen, also die Mod kennenlernen und so Sachen, werden erstmal richtig überrascht und so Sachen. Ich finde es immer lustig, also es ist einfach so, dass man natürlich das Spiel auch viel spielen muss, um jetzt wirklich das auch richtig zu balancen und so und alles. Das hat man gerne als der Motto dann, ja, komm da, schaffst du und ja, du kommst da durch. Und trotzdem ist es unfair und er will es nicht haben und so sagen. Hallo? Ich bin so lowlife und du haust ab. Ich glaube, der hat Blutschaden gemacht vorher, deshalb so viel Leben verloren. Ah ja, die Dots. Und dann werden sie so gebufft. Ich wette, der Mod ist so, dass man immer wieder neu startet. Und oh, ein Reizerschild, cool. Also, dass man immer wieder neu startet, die Monster tötet, neu startet, Monster tötet, damit man einfach das Level dann hat, oder? Dass man die Items dann hat und so Sachen. Dann ist es natürlich auch viel einfacher, aber ich möchte ja euch das so ein bisschen zeigen. Und nicht gleich die ganze Zeit immer fahren. So. Gut. Vielleicht auch bald Gesundheit ein bisschen nehmen. Es ist wirklich so, dass es früher nie war, dass Gesundheit und Energie geskillt wurde. Und es eigentlich auch nicht so viel bringt, also ein bisschen mehr Leben. Ein bisschen mehr Energie, aber Energie brauchen wir jetzt wirklich noch nicht. Ha, das ist schicklich geil. Tja, ja. So, jetzt haben wir noch eine Truhe zur Verfügung. Müssen wir noch die Gegner hier töten. Aber hier noch kurz killen. Also wir haben minus 40 Schaden. Haben aber 3 Schläge oder was? Ist höher Basisspeed. Ziel dann gar nicht so stark mehr? Müssen das mal anschauen, hä? Ich denke, ich mache mal Energie. Nein, brauchen wir. Ab jetzt. Ich mache mal nach rechts. So. Brauchen ja das Ding nicht und setze auch nicht ein, weil ich es einfach so ein bisschen vergesse mit dem Kampf. Also, es ist ein normaler Angriff und ja, ist wirklich einfach schneller, denke ich mal. Ich schlag mal. Ja, ist nur schnell. Ja, geht so. Bin ein bisschen enttäuscht natürlich, aber es ist wahrscheinlich nicht so umsetzbar. Und vor allem wird er dann wahrscheinlich immer wieder auf der... einfach immer wieder in die Leere schlagen nach dem Kampf, oder? Der Gegner ist schon tot und er schlägt trotzdem noch zweimal weiter oder so. Oh. Der gibt viel Bonus auf Begleiter, für uns nur, ja, Energie. Okay, schade. Das ist ein Schild. Für die Schilde. Aber gibt nur Schadensreflexion. Ja, gut. So, und sonst jetzt noch nichts hier. Hier oben gibt es aber noch mal ein paar Truhen.
Ah, und hier gibt es noch einen Skillpunkt. Deshalb müssen wir jetzt noch kurz zurückgehen ins spartanische Lager. Aber es ist ein bisschen angenehmer so, wenn wir schnell angreifen können. Natürlich. Also ich denke, der hat das wahrscheinlich, als wenn Ziel 3 Schläge hat, so gemacht, dass es ein bisschen... Du hast keinen Platz mehr. Der hat es einfach gemacht, zweimal so schnell oder so. Also ja, wenn wir jetzt wirklich gar keine Angriffsgeschwindigkeit auf den Waffen hat. Ja, es heißt ja nichts, es steht nichts. Jetzt ist doch ein bisschen schnell, kann man das irgendwie... Ja. Also dreimal so schnell ist es nicht. Das ist zu viel. Ja, ist wahrscheinlich so 2,5 mal so schnell. Also so gut ist natürlich das Kill jetzt auch nicht. Aber dennoch, es ist relativ der einzige Angriffskill, den wir mit normalen Waffen benutzen können. Die erste Seite ist jetzt wirklich nur für Krallen. Für 2 Krallen. Also müssen wir uns entweder das Ding, ja. Ich denke, wenn Against nützt auch nichts. Und das andere, Bekehrung, ist ja eher, ja. Das ist eher, Gedankenkontrolle, genau. Also nichts für uns. Sonst haben wir nichts mehr außer Sacrifice. Und das schwächt uns extremst, ja. Na gut. Mal nehmen wir einfach Seele. Ich muss sagen, dass ich. Du bist also derjenige, der den Centaur besiegt hat. So ein schönes Spartanenschild hatte. Solch eine Aufgabe bewältigen kann. Die sind meistens ja rot angestrichen, aber das hatten sie früher jetzt auch nicht so. Ich werde ein paar meiner Männer schicken, die sein Dorf verteidigen sollen. Dies ist nicht die erste Bitte. Okay. Das ist noch ein bisschen zu viel. Mag es einfach nicht, also eben. Den Spielen ist es jetzt auch nicht so wichtig zuzuhören, deswegen mag ich es auch nicht so. Und das ist eben ein Mod-Projekt und nicht das Hauptspiel. Im Hauptspiel, wenn wir jetzt mal wirklich das Hauptspiel machen, dann gerne. Mache ich mit Story, mit allen Zuhörern und so. Aber, ja. In einem Modpack, also Modprojekt nicht. Gut? Er steht einfach nur da? Er steht einfach nur da, ja. Gut. Also, wenn ihr natürlich die Story und so kennenlernen wollt, gerne. Könnt das Spiel echt günstig kaufen. Und, ja, so, sonst, sorry, gell. Das ist jetzt nicht alles, also, einfach nicht. Die kommen, ja, das, was sie sagen, als Textform lesen will. Weil ich will ja auch ein bisschen vorwärts kommen und ich nur mehr zeigen kann, natürlich. Und alles. So. Aha. Wieso ist das aussetzt? Oh, wenigstens nur wenig Level. Ach komm, trifft doch die, die 9 ist. Heftig. Ah ja. So. Natürlich die Harpien wieder. Ich will jetzt eigentlich noch kurz durchrennen zum Ding, damit wir den Zentaur nicht nochmal machen müssen. Weil jetzt ist langsam Part fertig. Gut. So. Ja, ja. Jetzt kommt eine 12er Hexe. Ein Harpier.
aus dem Weg. Das ist jetzt nicht mehr so ein eine Wolke. Das ist eher ein Wirbelsturm, jetzt ist es wahrscheinlich stärker. Oder ist ein bisschen anders auch. Gut. So, also, bedanke mich fürs Zusehen. Ja, morgen oder übermorgen geht es dann weiter. Und ja, hoffentlich auch ein bisschen bequemer. Ja, ich werde den Skillpunkt jetzt nochmal da rein tun. Er ist eben bei 3 einige Kosten gewesen, sonst muss ich dann schauen, dass ich mir aus 5 zum Beispiel nehme. Sonst haben wir dann plötzlich Probleme mit der Magie, aber dann haben wir auch ein paar neue Items. Gut, aber schön, dass ich jetzt den Paladin-Lock noch holen konnte. Wunderbar. Wir werden bald besser ausgerüstet sein und alles. Sonst müssen wir manchmal ein bisschen leveln, hä? Und ein bisschen Items suchen. Bis, ja, nächstes Mal. Tschüss.